Willkommen zurück zu Let's Play. Ich wollte gerade Ocarina of Time sagen. Twilight Princess! Das ist Link, ich bin Izuna, Renchi ist immer noch da. Hallo. Gehört schon fast zum Inventar. Ja, genau. Ich bin ein Item, einsetzbar, ne? Ich bin besser als der Kompass. Ja, du bist die Lösung, also. Ich bin die Komplettlösung. Sehr gut. Ja, so hat meine Mutter mich früher genannt. Irgendwann muss ich sowas ja auch mal haben, oder? Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin, aber da sind noch Vasen. Ich kann das Schwert hier nicht benutzen. Ja, genau, stell sie wieder ab. Ja, man muss ja nicht alle Vasen kaputt machen. Ja. Ach, komm schon. Ey, da waren noch Vasen. Ach so, deswegen, natürlich. Man muss nicht alle Vasen kaputt machen. Stimmt. Wenn ich daran denke, was bei mir schon an Vasen kaputt gegangen sind, das meine ich jetzt nicht in-game. Das darf doch nicht wahr sein. Was Truhe ist? Oh. Ja? Doll, doll, doll. Weiß ich? Yay, 10 Rubine! So. Und da sind überall Handabdrücke an der Wand. Jetzt treffe ich die Leiter auch. Das war pure Absicht, ja? Der wollte nicht ohne Kiste gehen. Ist auch richtig so. Ja, so was bei mir an Vasen kaputt gegangen sind, nur die großen Kristallglasvasen von meiner Uroma, die besitze ich immer noch. Nie benutzt, stehen im Schrank und stauben ein, aber... Ja, es ist doch gut so. Ja, wenn die kaputt gehen, dann sind eher die Fliesen kaputt als die Vasen, aber... Ja, kannst du davon ausgehen, aber... Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch einen Wert haben. Ach, Wert haben die null, bin ich mir ziemlich sicher. Aber sie erinnern mich halt doch schon an die wichtigste Person meiner Kindheit, also von daher... Ja, sowas will man dann nicht weggeben. Mm-mm. Also sie sind momentan in der Kiste unten im Keller, aber weil sie stehen hier oben nur rum, aber... Ich glaube, in gefühlt 1000 Schichten Zeitungspapier eingepackt oder so. Sowieso, wie Opa letztens meinte, na, hast du die Mütze noch? Ich sehe, ja, natürlich. Halt, stopp. Ja, ich gehe zurück. Ich kann nicht zurück, stimmt's? Du hast Stopp gesagt in dem Moment, wo ich gerade auf A gedrückt habe. Ja, okay, gut. Halt. Was war das jetzt mit Halt, Stopp? Was wolltest du sagen? Ich glaube, da war eine kleine Truhe, also nichts Wichtiges. Okay. So, wie der Bosskampf geht, weißt du? Mir fällt es garantiert wieder ein. Hoffe ich. Also ich vergesse es immer wieder ging. Ich musste den runterschubsen, ne? Ja. Ich musste den runterschubsen und... Wie musste ich den nochmal? Warte. Muss ich die Ketten? Die Ketten lösen sich irgendwann von alleine. Ja. Und ich muss die Eisenstiefel anhaben, weil er mich sonst runterschubst. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn runterschubse mit dem Schwert auf jeden Fall, weil das ist kein normaler Ringkampf. Also. Nee, ich lass dich erstmal machen. Ich will was zu lachen haben. Oh, ein Mensch. Was sucht denn ein Mensch an einem Ort wie diesem? Hier darf keiner weiter. Ich lasse niemanden an den Schatz. Bing! Okay, wie war das? Ich weiß es nicht. Lass mich überlegen. Okay. Ich hol mir schon mal Popcorn. Ja, toll. Wie war denn das? Ups, falsche Taste! Angreifen. Falsche Taste! Ja! Ja! Was? Ich hab die falsche Taste gedrückt! Na komm. Muss warten, bis er feiert. Ja, ich weiß. Oder du machst es so und jetzt schnell die Eisenstiefel anziehen und dann festhalten. Draufschlagen! Ja! Beinarbeit, Beinarbeit!
Links, rechts, rechts, links, Kinnhaken. So, Mann, und schnell, zieh doch die blöden Stiefel an. Jawohl. Ach. Irgendwie? Ah, nee, wackelt gar nicht so doll. Kommt noch. Haha, auch scheiße. Ich stand zu weit am Rand. Irgendwie habe ich gedacht, ich rutsche. Da war es dann schon zu spät. Ups. Ich hab's irgendwie gerade nicht so mit den Tasten. Das ist fürchterlich. Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Ich finde den Typen... Was? Und weg ist er. Was? Was? Ich bin noch da. Passt schon. Aber dann habe ich es auf der... Ups, ich dachte, er schlägt schon zu. Dann zieh doch die blöden Stiefel. Achso, ich hab's ja umgelegt. Ich hab's ja. Schlau. Ja, genau. Umlegen war vielleicht keine so clevere Idee, ich bin daran gewöhnt. Gut, lassen wir das so. Ach komm, schon gib mir ein Herz. Warte mal, wie war das? Die Dinger füllen auch Herzen auf? Was? Die Larven? Ja, gut. Ja. Aber Link ist nicht begeistert. Ja, das ist mir gerade ziemlich Latte, ganz ehrlich. Wäre es dir das? Nee, aber ich muss es ja nicht essen. Siehste. Do it! Das ist auch super. Er springt zurück auf die Platte und da freut er sich erstmal. Oh, ich hab's geschafft! Ich glaube, der heult jetzt auch richtig krass. Gleich. By the way, wenn du runterfällst, wird der Bosskampf zurückgesetzt, ne? Das dachte ich mir gerade schon. Hab ich die... Bye, bye. Ach, Mann. In der Perspektive sehe ich aber auch nicht, weil ich die Stiefel anhabe. Und ich habe den Ingame-Sound so leise, ich höre es nicht. So, das ist jetzt der dritte Versuch. Vierte? Wird schon. Komm schon, hör auf zu kotzen. Der vierte, glaube ich. Wobei, bei dem Gegner muss man eigentlich sagen, es ist gut, wenn er protzt, ne? Das ist die einzige Angriffsmöglichkeit. Ja, nicht oder am Anfang, so ein aufgeladener drauf... Schlag. Er hat einfach schon gesehen, wie er dich dreimal da runtergeschubst hat. Würde ich auch sagen, oh, du willst nochmal? Ja gut, dann ab geht's, zweite, vierte Runde. Ein Bad in Lava. Wird sie es jetzt schaffen? Wettbüro ist offen. Nein, das wird nichts. Das wird nichts. Egal. So, wer hat dagegen gewettet? Wer hat dafür gewettet, meine ich? Oh, nun. Ich muss weiter an den Rand. Einfach, ich wollte gerade sagen, du musst dich einfach nur zwischen ihm und Rand stellen. Damit meine ich jetzt nicht diagonal zum Rand. Müsste eigentlich jetzt klappen. Ich bin nicht genug am Rand. Geht doch. So. Es ist einfach, die Schuhe anzuziehen, bevor ich zuschlage. Die Idee hätte ich auch früher kommen können. Ah, Mist! Da denkt man, ist ja nur ein Mensch und dann... Willst du etwa zu unserem Oberhaupt? Also gut, nimm die Waffe des Helden aus alten Zeiten. Aber dafür musst du versprechen, dass du unserem Oberhaupt helfen wirst. Gib mir den Bogen. Und natürlich, durch reinen Zufall steigt jetzt die Lava in dieser Kammer. Total. Vulkan kurz vorm Ausbruch, genau in der richtigen Situation. Theoretisch gesehen bricht er ja gerade schon aus. Ja, ich weiß. Und du befindest dich da drin. Ja, das ist schlau. Da fällt mir gerade ein, in Skyward Sword, der... sechste Dungeon, wo du dann die Flamme suchen sollst, ne? Der ist ja da oben auf dem Vulkan drauf. Mhm. Den Dungeon fand ich richtig nice.
Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich habe dieses Projekt irgendwie gehasst nach einer Weile. Ja, weil Skyward Sword nicht gerade das beste Spiel ist. Oh Gott, ich habe meinen Bogen. Du erhältst den Heroenbogen. Yay! Spitze. Vorsicht, ein Gegner ist in der Nähe. Link rastet aus. Klar, erstmal Pfeile weghauen. Lass mich. Wolltest du wieder in die Lava springen? Nö. Nicht? Oh. Du kannst die Viecher echt nicht leiden, Nein. oder? So, und jetzt alle Statuen gleichzeitig schießen. Feuer! Mann, Langweiler. Ja, laufen ging ja parallel nicht. Nee. Ich weiß gar nicht, ich glaube in Wind Waker ging das, ne? Wind Waker AD? Kann sein, auf dem Pferd geht das ganz gut halt. Ah, der war nix, das war zu früh. Ich benutze das Pferd nie. Relativ selten. Nee, wirklich nie. Fällt mir gerade so auf. Ich liebe den Bogen, ich liebe ihn einfach. Mhm. Peng, voll in die Fresse. So. Vor allem, warum auch immer, ich kann mit dem Bogen einfach besser zielen als mit dieser fucking Schleuder. Okay. Ich habe meinen Fixpunkt. Ich muss ja zugeben. Nee, da will ich noch nicht. Ich muss ja zugeben, ich habe ein Problem mit dem Bogen in Twilight Princess HD. Weil du kein Fadenkreuz mehr hast. Du schießt jetzt immer in die Bildschirmmitte. Ich brauche kein Fadenkreuz. Habe ich noch nie gebraucht bei dem Ding. Ich fand das bei Twilight Princess halt ganz nice. Auch mit der Bewegungssteuerung muss ich halt wirklich zugeben. Das Spiel lief mit der Bewegungssteuerung echt geil. Also da hat das Spiel richtig Laune gemacht. Es war um einiges einfacher. Nee, fand ich irgendwie nicht. Ich hab's mal auf der Wii angespielt. Hast du es nicht richtig gemacht? Das Herz ist sehr gut platziert. Ach. Das Masterschwert hilft weiter. Ach nee, warte, ist es ja noch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, noch hast du das Ordon-Schwert. Ja, gut. Also wenn du jetzt das Masterschwert hättest, dann hättest du geglitscht. Na Quatsch, ich doch nicht. Du doch nicht. Yay! So. Mal unten die Karte wieder einstellen. Oh. Komm her. Eine Schnecke! Stirb, Schnecke! Fun Fact, bei den Schnecken kannst du einen Fangstoß machen. Aha. Da muss ich lang. Resultat, du verbrennst dich. Da muss ich lang, aber da ist noch eine Kiste. Ja gut, ja, nee, abfackeln wollte ich mich jetzt eigentlich nicht. Nicht? Das sieht aber immer so lustig aus. Da ist nicht nur eine Kiste, ist so witzig, die meisten sagen so, ja, da muss ich doch gar nicht hin und dann babab, blöd. Ich habe nur die Kiste auf der Karte gesehen. Mach mal. Ich? Oh, okay, das ist Mönch, er ist wahrscheinlich nachdenklich. Oh, da bist du ja endlich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Das hier ist das letzte Fragment des Schlüssels. Nimm es und setze die drei Fragmente zusammen. Yay! Ich finde immer noch, das Ding sieht aus wie das Bottleship aus Metroid Other M. Habe ich zwar nie gespielt, aber ja, es sieht irgendwie überirdisch aus. Mit diesem Schlüssel kannst du das Zimmer öffnen, in dem unser Oberhaupt Grogo eingesperrt ist. Ich kann nicht einschätzen, welche Kräfte Grogo in dieser widernatürlichen Gestalt hat. Aber du hast es immerhin bis hierher geschafft, also werde ich deiner Kraft vertrauen. Nun beeil dich, in das Zimmer zu kommen, in dem sich unser Oberhaupt befindet. Passt. Patsch, auf den Arsch gesetzt. Steißbeinbruch.
Yay, ein violetter Rubin! Und Dodongo ist an der Wand. Ja, naja, ich glaube eher das Leder von denen. Ja. Etwas gehäutet, die armen Viecher. Aber Hauptsache mit Metallschnallen festgemacht, ne? Ja, könnte sich ja bewegen. Haben die vielleicht doch noch gelebt, als sie rangemacht wurden? Ich glaub's. Ich hoffe es nicht. Ist Zelda doch nicht so harmlos, wie wir immer dachten? Wer weiß, ein Fall für Galileo Mystery. Oh, hör mir auf, das kann ich nicht mehr sehen mittlerweile. Läuft jedes Mal hier. Hey, ein Rad, ja genau. Neu erfunden? Mit einer Kette? Wieso ist da eine Kette dran? Keine Ahnung, kann man die greifen? Nee, kann man nicht. Schade. Einmal so im Kreis drehen, so wie mit dem Morgenstern. Übrigens hingen da an der Wand auch noch Dodongo-Arme. Es gibt Sachen, die will ich einfach nicht sehen. Nicht? Wo waren die? Direkt neben den Dodongos. Neben den? Ja, jetzt ist genau der Fall davor. Ah! Da, siehst du sie? Tatsache. Hm, om nom nom. Total! Sind die Dinger jetzt eigentlich wieder aktiv, wenn ich hier rausgehe? Ja. Nee. Ich glaube, das haben sie angepasst, die bleiben jetzt so. Bis auf der. Ach Quatsch. Ich wollte dich nur verarschen. Ja, ich weiß, das habe ich mitbekommen. So, gehen wir mal weiter. Toll, toll, toll. Fall nicht in die Lava. Immer dran denken, der Boden ist Lava. Ja, wer hat das nicht gespielt als Kind? Ja, du, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß so viel von meiner Kindheit nicht mehr. So, meine Freunde. Feuerflatteratata. Der war zu hoch. Bam, Headshot, voll ins Knie. Geh weg. Ich wollte gerade sagen, dieses Gitter ist so der Klassiker. Ich weiß noch, ich hab richtig lange gebraucht, bis ich das wieder rausgeführt habe. Ich dachte nur so, nee, scheiße. Ach komm, siehst du, deswegen knall ich sie vorher ab normalerweise. Oh, Pfeile. Normalerweise hast du aber nicht. Und deswegen habe ich mich schon auf deine Reaktion gefreut. Ja, es war voll lustig. Ja, Bomben hast du noch nicht, ne? Glaube nicht. Ich glaube, die kriege ich erst danach. Ist wahrscheinlich auch besser, wenn es wie in Breath of the Wild ist, ein Bombenpfeil und dann wegen der Hitze explodieren die einfach. Weißt du, wie ich mich da das erste Mal verjagt habe? Kann ich die auch killen mit dem Pfeil? Ja, ja, klar. Zwei Schuss. Wenn ich treffe. Drei, sorry. Oder so. Drei. Wieso tötest du diese kleinen, niedlichen, feuerspeienden Echsen? Weil sie mir im Weg sind. Ist jetzt nicht so, dass ich Reptilien nicht mag. Im Gegenteil. Ich finde Reptilien sogar sehr faszinierend. Ich habe eine Badagam auf dem Arm gehabt, beziehungsweise auf der Hand. Hab echt gedacht, die ist mega stachelig. Nein, die war voll weich. No. Ich denke mal viele, dass sie voll starr und die Also aussehen ja. Tut sie so. Ja, ich habe drei Beine auf dem der arme Kerl heißt drei Beine, weil er nur drei Beine hat. Das ist sowieso eine fiese Story. Freundin von mir arbeitete bei Hellwig in der Tierabteilung und der kam da an und dann meinten die, ja gut, einschläfern, weil können wir nicht verkaufen. Und da hat sie dann gesagt, nö, nehme ich mit. Und sogenannte B-Ware, dann haben sie den noch so lange in der Filiale gelassen, weil sie musste wohl noch irgendwie einen Reptilienschein machen oder irgendwas in der Art und ups. Scheuer. Auf dem Schweif. Schwanz. Will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das könnte. Ach, die paar Kiddies, die hier zugucken. Hui! Da musst du reinschießen. Ich weiß. Shot the crystal.
Nee, und dann hat sie drei Beine mitgenommen. Mittlerweile sind es zwei. Und ich finde das ja unglaublich niedlich, wie der frisst. Wie zwei? Zwei Beine? Nein, nein, zwei Badagame. Ach so. Ich weiß noch nicht, wie die zweite heißt. Na, okay. Nee, und irgendwann hatte ich den halt so auf der Hand und der hat Fernsehen geguckt. Der hat sich bei mir auf die Hand gesetzt und hat angefangen, hat sich so zum Fernseher gedreht und in die Flimmerkiste geguckt. Und ich dachte mir so, Junge, ist klar. Ja, lief auch gerade dieses Hund-Katz-Maus-Gedöns-Dingens, also... Ja, da sehr passend. Ging gerade um Insekten. Kann ich mir also vorstellen, warum er hingeguckt hat. Hm. Nee, aber ich mag Reptilien, die sind... irgendwie faszinierend. Okay, Moment, wo lang? Vielleicht sollte ich mich mal so umgucken. Ah, was sagt die Karte? Dass ich zu weit oben bin. Kann ich hier irgendwas mit dem Pfeil treffen? Du musst dahin. Da. Ja. Also eigentlich muss ich dann hier runter irgendwie und dann... Ich glaube, du kannst da runterspringen. Du solltest nur zusehen, dass du richtig landest. So landest du jetzt in der Lava. Halt die Klappe. Halt einfach die... Das ist doch... Ja, ich weiß, dass der da ist. Da muss ich hin. Ah, naja, gut. Damn. Okay. Also ich glaube zumindest, dass du da hin musst. Ja, ich werde es gleich sehen. Wenn nicht, hast du mich mal falsch geschickt. So verquitt. Hast du auch schon. Ja, genau deswegen. Na, mehr als einmal. Du musst nach Hyrule-Stadt. Bin in Hyrule-Stadt. Du musst ins Schloss. Von da komme ich doch. Ich habe das null gepeilt. Hey, das ist dein Herz. Du brauchst keine Herzen mehr, weißt du, ne? Aber da könnten Rubine drin sein. Jetzt wird's Geld geil. Bin ich schon immer gewesen. Also zumindest in-game. In Ragnarok habe ich momentan 6 Millionen. Läuft bei dir. So, genau, ich muss da wieder durch. Der war da aber eben noch nicht. Ja. Die Gegner? Ja. Nee, wahnsinnig. Aber die kannst du jetzt mit einem Pfeil abschießen. Oh, die Viecher sind nervtötend. Ich mag die nicht, die sind na, ekelhaft. Komm. Oh, der neben. Und im nächsten Dungeon findest du die Mutter von denen. Ich weiß. Und die Mutter ist echt hässlich. Ich könnte jetzt sagen, haben das Mütter nicht so an sich, aber... nein. ach ja, stimmt. Den müsste ich von hier unten treffen. Yay! Oh, Controller hängt am Tisch fest, scheiße. Was? Ja, ich spiele... Ich... Was? Was? Ach komm, geh weg. Ich habe halt das Problem, dass ich das Gamepad aufgrund der Tasten... Ach, ich hätte einen Fangstoß machen können. Aufgrund der Tastendrücke halt unten unterm Tisch habe. Und wenn ich dann beim Zielen hochgehe, habe ich das scheiß Kabel halt dran. Und ja, ich habe das Kabel halt dran, weil ich, als ich mit Dave gespielt habe, gerade so es geschafft habe, mit ihm die Aufnahme zu beenden und das Akku dann leer war. Der. Ja, der. Der Akkumulator. Ja. Irgendwann. Ja, irgendwann. So. Eigentlich... Was macht der Kristall? Du bringst mich durcheinander. Warte, erstmal mache ich die hier weg. Ich weiß nicht, was der Kristall macht. Das werden wir gleich sehen. Ach, der öffnet die Tür, der macht stimmt. Die Tür wieder auf, okay. Brauchen wir aber jetzt nicht. Denn Open von da kommen wir. Ach, tun wir so, das. So, meine Freunde. Ich hab den Bogen, ihr könnt mich mal. Boah, Headshot. Der war zu hoch. Boah, Knieshot. Du mich auch. Bloodshot. Oh, da ist einer. Ja. Ab. Wie lange nimmst du auf? Keine Ahnung, so lange wie es dauert. Das meinte ich nicht.
meinte, wie lange ist dieser Part schon? Sekunde. Er ist voll drüber geschossen und es wurde als Schuss als Treffer gewertet. Ich habe voll den Kopf getroffen, hör auf zu lügen. Du hast recht. Ich sollte einen Cut machen. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Let's Play Twilight Princess. Und dann wahrscheinlich beim Boss. Tschüssi. Bis dann. Wir sehen ihn auf der Karte ja schon. Ciao.